Nürburgring Nordschleife. The ultimate proving ground for all sports cars. Trial by fire for the new Porsche 911 GT3. Pure racing technology in a production model. 4-liter six-cylinder boxer engine. Top speed of 318 kilometers per hour. From 0 to 100 in 3.4 seconds. 7-speed dual clutch transmission. Sophisticated aerodynamics. Und wenn ich das natürlich heute höre, was ihr da angestellt habt, eine Minute, das ist ja Wahnsinn. Das sind Lichtjahre, ne? Wie war es denn bei dir vor 20 Jahren mit dem ersten GT3? Ja, 20 Jahre zurück, trotzdem immer noch voll da. Das war natürlich ein tolles Erlebnis damals. Wir hatten uns nie erhofft, dass ein Serienauto unter 8 Minuten fahren kann. Dementsprechend sind wir natürlich schon mit großer Spannung da an die Sache rangegangen. Und war natürlich hellauf begeistert, als da ein 7,56 stand. Mir ging es damals genauso. Das war schon eine absolute Hausnummer. Die unter 8 Minuten Zeit mit dem Auto. Es war für mich damals ein absolutes Traumauto. Über die Generation weiß keiner besser als du, haben sich die Autos natürlich immer weiter verbessert. Das aktuelle Auto ist nochmal ein Riesenschritt nach vorne. Minimum Speed, Schwedenkreuz zum Beispiel, sind wir bei knapp 220. Ich schätze, wir haben hier mit dem Auto wahrscheinlich auch schon irgendwann einmal 1,3 G zusammengebracht. Aber bei dem Auto, wenn du eine Kompression hast, bin ich überzeugt, dass du 1,7, 1,8 oder noch mehr hast. Sogar noch mehr. Also auf dem Display standen Werte, wo man denkt, wow, die hat man ja gerade im Rennauto. Ja, ja, absolut. Also wirklich beeindruckend. Die Querbeschleunigung, die man erreicht, gerade in schnelleren Ecken, ist atemberaubend, wirklich. Und natürlich sonst gibt es natürlich 1000 Details. Wenn ich deine Räder anschaue und schaue diese Kinderräder an, da, ne, wie die Leistung inzwischen auch von einem Saugmotor, über 500 PS bei 4 Liter. Und der Sound ist immer noch genial. Sound ist da absolut. Wenn der Motor hochdreht, hat man ein Grinsen im Gesicht und freut sich eigentlich nur. Zudem kommen natürlich noch die Vorteile, das direkte Ansprechverhalten und macht einfach Freude. Das Auto vereint wirklich alles. Fahrwerkstechnisch ist das auf der Nordschleife jetzt die absolute Benchmark. Also ich bin persönlich noch nie ein besseres Auto gefahren. Du weißt immer genau, was das Auto macht. Die Balance von einem Auto ist im Prinzip der Schlüssel zum Erfolg, zum Schnellfahren. Das Auto ist so vorhersehbar und macht brutal viel Spaß. Damals hat man schon geglaubt, man hat ein Rennauto auf der Straße. Aber das Auto ist natürlich jetzt wirklich so viel näher am echten Rennauto. In den letzten 20 Jahren wurden alle Errungenschaften, die im Cup-Karriere im Rennauto Einzug gehalten haben, auch irgendwo ins Serienauto übernommen. Quasi die Doppelquerlenker-Vorderachse, die wir am RSR als erstes gefahren sind, jetzt sowohl im Cup-Auto als auch im normalen Straßen-GT3. Wenn ich heute höre, dass dieses Auto, das ja viel größer ist, das viel mehr kann, nur 75 Kilo mehr wiegt, dann kann ich nur sagen, ein Wunderwerk der Technik. Gell? Absolut, ja, Leichtbau ist natürlich ein Riesenthema. Gewicht ist Performance, ne? Ich bin ja mein ganzes Leben lang schon großer Gewichtsfanatiker. Geht mir ähnlich weiter. Ich werde oft gefragt, was wäre dir der Liebste von den allen? Das ist immer der Neueste, der Nächste ist das Traumauto. Ja, so sieht's aus, ja. Stand der Dinge. Absolut, ja.